Einen wunderschönen guten Freitagmorgen wünsche ich und wie immer Freitagmorgen um 10 Uhr gibt es im 14-täglichen Wechsel den WBSC Support bzw. den WBSC Talk. Heute ist der Support dran, das heißt eine Stunde Zeit für eure Fragen, alles was euch so aus dem Microsoft-Umfeld beschäftigt und ihr nutzt einfach die Kommentare auf den Plattformen, wo ihr unterwegs seid für Feedback, wie es der Ralf hier macht. Guten Morgen zurück. Bild und Ton sind gut, das freut mich sehr und natürlich ist das auch genau der Kanal für eure Fragen, also dürft mir da Feedback geben, dürft dort aber auch eure Fragen sehr, sehr gerne reinschreiben, da freue ich mich drüber und dafür ist ja diese Stunde auch da, dass wir die nutzen für eure individuellen Themen und ja, keine festen Themen von uns vorgegeben haben. Eine Sache würde mich natürlich interessieren. Ich weiß nicht, habt ihr gestern das große Online-Event von Microsoft gesehen, deutsche Zeit 17 Uhr, zum nächsten Windows? Also es war ja angekündigt, noch nicht mit einem festen Produkttitel, sondern es ging ja nach dem Motto die Zukunft von Windows. Es ging um den Windows Client und es wurde groß announced, Windows 11 wird das nächste Windows heißen. Das war vorher schon so ein bisschen durchgesickert, aber man war sich doch nicht so ganz sicher, ob es wirklich Windows 11 heißen wird oder doch noch einen anderen Namen bekommt. Wäre mal gespannt, ob ihr zum einen zugeguckt habt, was eure Meinung zum Windows 11 ist. Es wurde ja viel diskutiert, braucht es denn jetzt einen neuen Namen? Muss denn das jetzt Windows 11 heißen? Es hätte doch einfach Windows 10 Version 21H2 sein können zum Beispiel oder 22H1, so ist ja die Nomenklatur im Moment. Und ich habe da ein großes Argument dagegen, warum das nicht geht. Man hätte gestern in dem Launch-Event gesehen, dass das Windows eine neue Oberfläche bekommt, die mir sehr gut gefällt, muss ich ja sagen. Mein Argument ist, dass der User mit dem Windows 10 das Versprechen bekommen hat, dass er kontinuierlich eine neue Version bekommt, aber immer seine gewohnte Arbeitsumgebung wieder findet. Und das stimmt auch. Also es war nicht so, dass ich nach einem Update plötzlich alles komplett anders war. Es haben sich natürlich Dinge immer verändert, aber jetzt ist es so, wir haben ein gänzlich neues Bedienkonzept. Das war in der Veranstaltung mehrfach hervorgehoben worden, wie wichtig es ist, dass man, ich sage mal so, seinen Werten treu bleibt und auch seine gewohnte Umgebung wiederfindet und dass Windows das bleibt, was es ist. Und von daher sind viele Dinge schon wieder zu erkennen. Aber ich glaube, ein Anwender, der bei einer automatischen Umstellung von Windows 10 Version XY auf XY plus 1 plötzlich diese neue Oberfläche gesehen hätte, der wäre doch überrascht gewesen. Ralf schreibt, ja, ist hängen geblieben und war etwas weniger als erwartet. Stimmt, der Stream, der hing bei mir auch dauernd. Es gab einen alternativen Stream über Twitter, der lief flüssig und war weniger als erwartet, sagt der Ralf. Das ist jetzt natürlich die Frage, was man erwartet hat. Also auch gern das in die Kommentare reinschreiben. Ich fand es sehr, sehr spannend, das Thema der Teams-Integration. Ich fand es sehr spannend, das Thema der Apps. Also ich glaube, Microsoft sollte mich, also jetzt direkt in Redmond für die Produktentwicklung so als Berater einstellen. Denn ich habe das, als Windows mit den Apps angefangen habe, gesagt, Mensch, warum nimmt Microsoft von den App-Entwicklern genauso viel wie Apple und Google für Android, wo man aber gar keine Nutzerbasis vorweisen kann? Ist doch klar, dass der App-Entwickler auf die anderen Plattformen geht. Und jetzt gestern wurde ja groß announced, dass erstens Android-Apps über den Amazon Store laufen. Da war ich überrascht, da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Aber es wurde ja auch angekündigt, dass die App-Entwickler eigentlich ja nichts mehr von ihrem Value abgeben müssen, also von ihrem Gewinn. Und das ist natürlich genial. Das wird das, denke ich, wenn nicht der Zug insgesamt abgefahren ist, sehr pushen, weil wenn ich als App-Entwickler die Wahl habe, ich gebe 30% ab,
für eine sehr verbreitete oder gute Plattform, oder ich gebe nichts ab für eine Plattform mit 1 Milliarde oder über 1 Milliarde Windows-Devices, würde ich auf jeden Fall für die Plattform auch entwickeln. Hätte Microsoft aber vor vielen, vielen Jahren schon machen können. Ja, also auf mich gehört hätte, hätten sie es schon lange gemacht und hätten damit jetzt eine viel, viel bessere App-Ökosystem im Markt, wo ja immer gesagt wurde, vielleicht brauchen wir das gar nicht, weil wir machen ja sowieso alles im Browser. Also es ist Stand heute immer noch so, dass zwar die Apps eine andere Architektur haben, aber dass ich schon eine App für die unterschiedlichen Anwendungen habe und nicht irgendwie einen Favoriten im Browser setzen, die Website aufrufe. Also können wir viel drüber diskutieren, wenn ihr da was habt, also gerade wenn ihr andere Dinge erwartet habt vom nächsten Windows, würde viel announced, wie gesagt, Teams-Integration, App-Ecosystem. Was mir halt total gut gefällt, sind so die Arbeitsumgebungen, wenn das dann wirklich so gut funktioniert, weil ich sehr viel immer parallel nutze und offen habe, also hat mir gut gefallen und der Ralf schreibt, er hatte was in Richtung Hardware und Devices erwartet. Das habe ich tatsächlich auch. Also vom Windows her bin ich total begeistert, Windows 11, aber gerade weil auch Panos Panay der Hauptspeaker war, dachte ich, der kommt bestimmt was mit Devices auch. Vor allem, es war ja, ich würde mal sagen, vor einem Jahr und vorher noch immer so das Thema, wenn mal was Neues kommt bei Windows, dann weil es neue Device-Kategorien gibt. Jetzt gibt es ja dieses Surface Duo. Weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal genutzt hat. Also bei mir ist es so ein Test- und Zweit-Device. Das ist so ein Mini-Aufklapp-Smartphone mit 2 Displays. Läuft leider mit Android. Aber nach dem, was wir gestern gesehen haben, könnte das in Zukunft technisch gesehen mit Windows laufen. Und das finde ich natürlich genial. Also dieses kleine Device, ich weiß nicht, ob ihr kennt von früher, da gab es ja so diese ganzen Windows-CE-basierten Devices und PDAs und wie sie sich alle nannten. Ich hatte damals irgendwie so ein Compaq, ich glaube Libretto oder so hieß es, bin mir nicht sicher, oder war das Toshiba? Also sehr kompakt und klein. Und das fehlt mir im Moment ein bisschen, so ein wirklich kleines Windows-basierendes Device, wo man natürlich vielleicht wieder sagt, naja, brauchen wir doch gar nicht, nimm doch ein Android. Android ist nicht so meine Welt. Und bei Apple gibt es das auch nicht. Also im Prinzip so ein Laptop im Mini-Format. Ich weiß, es gibt so ein paar Importe aus Fernost, also die auch in Deutschland verkauft werden, die aber halt ein normales Windows ausführen. Also Devices hätte ich auch was erwartet. Das werde ich auf jeden Fall, also ich denke, dass es Microsoft aber so macht wie die anderen Hersteller auch. So war es ja in der Vergangenheit auch. Es gibt getrennte Events und mich würde es nicht wundern, wenn es in Kürze ein großes Device-Event gibt, wo man dann so über Geräte spricht. Weil gestern war ja, da war ich dann so ein bisschen überrascht. Da dachte ich, kommt jetzt noch was? Da hieß es, ja, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, so ein Windows-Device zu kaufen und die Devices sind ready for Windows 11. Und mir hat dann so ein bisschen das Konkrete gefehlt. Also das ist richtig, da stimme ich dir vollkommen zu, Ralf. Aber ich denke, da ist was in der Pipeline und vielleicht will man mehrere solche Events haben. Dann haben wir da, ich habe die Frage zu RDS gesehen, die würde ich dann, kommen wir gleich dazu. Was meinst du, lässt sich der App Store von Windows 11 per GPU einschränken oder deaktivieren? Als Admin bin ich nicht gerade so begeistert, wenn Users einfach so weitere Apps installieren können. Ich diskutiere jetzt mal nicht den Hintergrund der Frage, weil ich würde ihn nicht deaktivieren. Ich habe im Moment, ihr kennt vielleicht unser Thema Allspace VR, unsere Virtual Afterwork Events und für die Allspace VR App, um an den Virtual Afterwork Events teilzunehmen, benötigt man eine kleine App, die man aus dem Store installiert. Und so eine App ist ja an sich schon mal secure, die macht da nichts, die macht da nichts Schlimmes am System.
Jetzt kriege ich aber regelmäßig Mails von potenziellen Teilnehmern, die sagen, sie können leider nicht teilnehmen, weil ihr Admin den Zugriff auf den Store eingeschränkt hat. Und das finde ich halt sehr schade, weil würden Sie auf die App Zugriff haben, Sie könnten Ihren Tag effizienter gestalten. Also wenn wir mal unterstellen, diese Apps sind secure oder ich gebe vielleicht nur bestimmte Apps frei oder ich mache das vielleicht nochmal über so einen Unternehmensfilter. Aber zu sagen, die dürfen das gar nicht, nimmt uns ein bisschen Flexibilität. Das ist so, wie wenn ich, ja, ist jetzt überspitzt, aber wenn ich an dem iPhone sagen würde, ich deaktiviere den Touch, ja, das ist, aber ich bin mir sicher, es wird gehen. Ja? Also ich hatte gesagt, ich philosophiere nicht lang drüber, Frage, wird es gehen? Ich habe es noch nie ausprobiert, bin mir sehr sicher, es wird gehen. Geht es auf dem Lumia 59 XL? Ich glaube, auf dem Lumia 59 XL läuft ziemlich alles. Gibt sogar Leute, die da Windows draufgekriegt haben, habe ich aber auch noch nicht probiert. Dann der Jürgen schreibt, ich habe gestern viel über Experience Service und Apps gehört. Ein Betriebssystem ist die Schnittstelle zur Hardware. Da gäbe es sehr viel zu tun. Gekommen ist nichts. Naja, es gab diese Anmerkung zur Hardware und zu den Devices und wie der Ralf aber schon sagte, nichts Konkretes, keine Announcements. Ich gehe davon aus, dass man sich das für ein zweites Event aufgehoben hat. Wenn ihr das Thema spannend findet und euch da ein bisschen intensiver mit uns unterhalten möchtet, habe ich zwei Events für euch. Und zwar haben wir am kommenden Montag unser neuestes Virtual Afterwork Event. Unter manfredhelber.de/virtual-afterwork-event könnt ihr euch anmelden. Kommender Montag, also 28.06. Da wird es um das Thema gehen und wir haben zwei tolle Gastspeaker und zwar den Thomas Stensitzky, der ein Microsoft Most Valuable Professional für das Thema Office und Apps ist und den Alexander Eggers, der auch ein Microsoft Most Valuable Professional ist für Office Apps and Services. Und zwar sind beide dabei wegen dem Thema der Teams-Integration. Das war ja doch ein herausragendes Announcement, dass Teams im System mit drinsteckt. Also von daher würde ich mich freuen, wenn ihr euch anmeldet für den 28.06. ab 18 Uhr, ganz ungezwungen. Der Vortrag ist auch nur kurz, kompakt, so 20 Minuten ungefähr. Und die restliche Zeit wollen wir nutzen, uns zu unterhalten über dieses Thema, zu schauen, wo geht denn die Reise hin, wie entwickelt sich das Ganze. Naja, und am 5. Juli, das ist dann in der Woche drauf, haben wir unser Big Bang Announcement Event, wo wir dann schon auf Basis der Bits and Bytes dort ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich muss sagen, das war natürlich gestern sehr knapp gehalten, was geht denn dort alles? Also es gab zwar so ein bisschen Videos, aber so richtig Deep Life Experience nicht. Und das wollen wir ein bisschen anders machen am 5. Juli. Das heißt, wir wollen euch sehr detailliert zeigen, was dort mit dem Windows 11 alles kommen wird. Wir werden dort auch Gerätehersteller mit zu Gast haben und ein spannendes Event, beides unter Allspace VR. Das heißt, ihr müsstet euch die App herunterladen. Beides findet ihr übrigens auf meiner Website manfredhelber.de in der Rubrik Virtual Events, wenn ihr euch dort anmeldet. Also dort reingehen, einfach registrieren und genau an der gleichen Stelle findet ihr auch das Virtual Afterwork Event. Da freue ich mich sehr. Wenn wir uns an den beiden Terminen sehen, können wir noch ein bisschen über das Thema diskutieren, können uns da noch ein bisschen austauschen und etwas tiefer einsteigen. So, können da gerne nochmal zurückkommen auf Windows 11. Ich finde es sehr spannend. Wir hatten jetzt aber eine Frage, die ein bisschen länger war und die möchte ich einfach mal einblenden. Guten Morgen. Vielleicht kennt jemand von euch das Szenario. RDP-Server 2019 mit 4 Usern. Ein Nutzer von Telefon und Audio, Teams, Skype und Ähnliches ist im ersten Moment möglich. Anruf wird aufgebaut. Jedoch werden die Audiogeräte nicht mit überführt. Wiedergabe geht für Musik nicht, aber für die Telefonie. Auch das Mikrofon ist für die Telefonie nicht nutzbar. Hat jemand eine Ahnung, wie man das ändern, einstellen kann? Selbstverständlich ist auf Client-Seite die Audiofunktion bei der Remote-Desktop-Verbindung, würde ich sagen, aktiviert. Also es gibt dort ja, wenn ich mich per RDP verbinde, die Audio-Umleitung, dass ich das entsprechend mit eintrage. Also ich schließe aus dem Post heraus, dass das alles eingerichtet wurde.
Jetzt wäre meine Frage zurück an den Tobias. Also ich müsste es mal ausprobieren, aber wie ist es denn ansonsten mit Audio in dieser Session? Also bezieht sich es nur auf Telefonie? Oder ist es so, was passiert, wenn ich dort in meiner RDP-Session einfach zum Beispiel ein YouTube-Video wiedergebe? Kommt da Ton raus? Und was ist umgekehrt, wenn ich einfach mal in meiner RDP-Session einen Audio-Recorder starte? Kann ich dann mein Audio aufnehmen vom lokalen Mikrofon oder geht das auch nicht? Also ist es ein Problem der Umleitung? Fragezeichen. Oder ist es ein Problem der Telefonie-Software auf dem RDS-Host? Tobias schreibt, Musik geht, also das ist schon mal ein Thema, kommt was raus, dann müssten wir noch wissen, ob das Mikrofon auch geht, ob das in der Richtung geht. Dann müssten wir vielleicht wissen, was es für eine Software für die Telefonie ist, ob die dort spezielle Anforderungen benötigt. Ach so, da sehen wir Teams, Skype oder ähnliches, also es sind verschiedene Lösungen getestet worden und ja, und dann schreibt der Tobias, Audioaufnahme geht nicht. Das liegt ziemlich sicher daran, also das Problem habe ich hier bei mir öfter, seht ihr nicht, damit es ein bisschen ordentlicher aussieht, aber ich habe hier ein relativ umfangreiches ja, Setup hier bei mir im Videostudio, wo wir verschiedenste Dinge produzieren. Mein Rechner, den ich hier stehen habe, der ist eigentlich immer an die gleichen Audiogeräte angeschlossen. Er erkennt aber manchmal nicht die gleiche Reihenfolge, was dann natürlich dazu führt, wenn mein Default-Device ein anderes oder ein falsches ist, dass er das nicht richtig durchreicht. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten schon mal einen Talk oder einen Support-Call, weiß ich nicht mehr, wo wir in den ersten Minuten keinen Ton hatten. Das war genau das Thema. Ich saß hier, war verbunden, alles lief. Aber aus irgendeinem Grund war der Meinung, er nimmt jetzt heute mal nicht den Mikrofon, die Audioquelle von meinem Videomischpult, was hier steht, sondern er nimmt irgendwas anderes, also irgendwas, was auf jeden Fall keinen Sinn gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt in deinem konkreten Fall einfach das Audio-Device, was durchgereicht wird an die RDP-Session, das Falsche ist. Also ich würde mal in der Richtung recherchieren, würde mal schauen, welches lokal das Default-Device ist, ob das Device ist, was durchgereicht wird, ob das auch in der RDP-Session richtig erkannt wird, und dann damit dem Thema auf den Grund gehen, warum das Mikrofon nicht geht. Weil wenn das Mikro schon nicht ankommt in der Remote-Session, dann können wir ja gar nicht weiter mutmaßen, ob es jetzt irgendwie noch an der Software, die zur Telefonie genutzt wird, liegt, sondern es kommt ja einfach kein Audio an. Also ich würde mal in die Richtung gucken, ob es ein Problem mit dem Default-Device gibt, was dort vielleicht nicht richtig durchgereicht wurde, wo vielleicht ein falsches durchgereicht wurde. Und ich denke, lokal wurde es ja getestet, sodass das auf jeden Fall ausgeschlossen werden kann, dass das auf jeden Fall nicht das Problem ist. Gut, gerne schreibt mir weitere Fragen in den Chat hinein, auch Ergänzungen dazu gerne hineinschreiben. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wie ihr aktuell so zu unseren Events kommt. Wenn ihr auf meine Website geht, manfredhelber.de, dann gibt es oben rechts, nee, nicht oben rechts, oben in der Mitte, würde ich eher sagen, eine Rubrik WBSC. Und wenn ihr auf WBSC geht, dann gibt es dort die Webday-Events. Das ist zum Beispiel der nächste, der zum Thema Education. Und wir haben dort auch unsere VR-Events. Da gibt es den Virtual Afterwork. Ja, ich euch nahe, da mal vorbeizukommen. Eine gute, spannende Sache. Und es gibt dort das Big Bang Event. Bei dem Big Bang Event, da geht es eben um die nächste Version des Windows Client. 14 Uhr geht's los. In 10 Tagen ist es soweit. Wir haben eine kleine Agenda. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie komme ich denn dort rein, gibt es eine Videoanleitung. Und es gibt eine PDF-Anleitung. Seid herzlich eingeladen. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Es wird sicher ein schönes Event mit euch werden. Genau, das
dazu. Gut, dann haben wir hier eine Frage. Hyper-V 2019, Konfigurationsversion 9, Server exportieren und in Hyper-V 2016, Konfigurationsversion 8, Server wieder importieren. Ich vermute, die Frage ist, ob das geht, ob man sowas machen kann. Also grundsätzlich ist es so, dass der Export und Import dafür sorgt, dass wir auch eine gewisse Neutralisierung unserer Version haben, sodass wir größere Versionssprünge überwinden können in beide Richtungen. Denn sonst könnte ich eine VM einfach kopieren und registrieren. Bei den neueren Hyper-V-Versionen kann ich eine VM kopieren, registrieren. Jetzt müsst ihr wissen, bei diesen Aktionen ist immer ein bisschen heikel das Thema der Snapshots. Wenn ich Checkpoints habe, dann kann ich das nicht so einfach verändern. Also da müssen wir aufpassen. Und es ist natürlich so, es kann sein, dass ich Funktionalitäten nutze, die es nicht erlauben, dass ich eine ältere Konfigurationsversion verwende. Das fällt mir als Beispiel ein. Wenn ich zum Beispiel eine Konfiguration habe in puncto der Nested Virtualization, ja, das geht teilweise bei älteren Hyper-V-Versionen nicht. Wenn ich sowas einsetze, dann kann ich natürlich nicht auf eine ältere Version zurückgehen. Jetzt schreibt der Rainer, bei ihm geht das nicht mit Export-Import. Also der Export und Import ist der Mechanismus, der uns, wenn es möglich ist, die maximale Portabilität der VM ermöglicht, im Sinne von, ich exportiere sie, kopiere sie auf einen anderen Host, importiere sie wieder. Mögliche Showstopper sind dabei, wie gesagt, Checkpoints, Snapshots und Funktionalitäten, die in einer älteren Konfigurationsversion nicht unterstützt werden. Jetzt schreibt der Rainer, bei ihm geht das nicht. Er hat da also ein Problem mit Export, Import, das haut irgendwie nicht hin. Wenn das nicht funktioniert, kann ich natürlich anfangen zu recherchieren, woran liegt es. Aber was natürlich immer geht, dass ich eine neue virtuelle Maschine anlege und die vorhandene virtuelle Festplatte anhänge. Ja, eine virtuelle Maschine besteht ja aus mehreren Komponenten. Die zentralen, um die es jetzt in dieser Frage geht, ist einmal die Konfigurationsdatei, in der zum Beispiel drin steht, wie viele virtuelle CPUs habe ich, wie viele wie viele Netzwerkkarten habe ich, wie viele virtuelle Festplatten habe ich, wo liegen die virtuellen Festplatten? Und dann gibt es die virtuellen Festplatten an sich, die VHD- oder VHDX-Dateien. Und jetzt könnte ich auch die VHD- oder VHDX-Dateien kopieren, könnte eine neue virtuelle Maschine anlegen und sagen, nutze vorhandene virtuelle Festplatten, wo ich aufpassen muss, diese neue virtuelle Maschine hat auch neue Netzwerkkarten und die haben neue MAC-Adressen. Das muss nicht schlimm sein, aber ich muss mir einfach überlegen, was passiert denn, wenn meine MAC-Adresse sich ändert? Habe ich eine Software, die auf die MAC-Adresse lizenziert ist? Habe ich vielleicht eine feste IP-Adresse, die ich dann wieder eintragen muss oder Ähnliches? Jetzt wäre die Frage an den Rainer, was geht denn nicht? Geht der Import schon gar nicht oder lässt sich die Maschine nicht starten? Weil was natürlich auch ein Thema ist bei solchen Dingen des Transports, stellt euch vor, ihr habt eine virtuelle Maschine mit 10 virtuellen CPUs. 10 VCPUs. Und jetzt wollt ihr die aber auf einen Host bringen, der nur 8 VCPUs hat. Dann, oder, Entschuldigung, war falsch. Ich habe eine virtuelle Maschine mit 10 VCPUs und ich möchte die auf einen Host bringen, der aber nur 8 logische Prozessoren hat. Das wird nicht funktionieren. Die kann dort nicht genutzt werden. Die kann dort nicht gestartet werden. Was auch immer ein Thema ist, virtuelle Switches und die Namen. So. Ah ja, der Rainer sagt, ihm wird die Konfigurationsdatei gar nicht angezeigt. Also er hat jetzt gar nicht das Problem, dass er die Maschine schon drin hat und dann startet was nicht, sondern er hat die exportiert und er bekommt auf dem Host, wo er importieren will, die Konfigurationsdatei gar nicht angezeigt. Also in dem Fall würde ich empfehlen,
Nutzt doch einfach das mit der Festplatte. Also es hängt jetzt davon ab, was das für eine Maschine ist, was läuft da drin. Muss da schon noch ein paar Dinge beachten. Aber wie gesagt, Anlegen einer neuen VM, Nutzen der vorhandenen virtuellen Festplatte, das ist ein Workaround. Damit kommt man immer weiter eigentlich. Gut, also da gerne, Rainer, wenn es da noch Fragen gibt, gerne das ergänzen. Aber ich würde es mal versuchen. Die VM ist ja deswegen auch nicht kaputt, ja. Also man hat ja eine Kopie davon. Würde ich einfach mal eine neue VM. Es läuft ein SQL-Server, schreibt der Rainer hier in der VM. Naja, ein SQL-Server ist relativ unkompliziert, aber auch ein SQL-Server kennt natürlich einen dynamischen ja, Port-Konfiguration oder eine feste. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil wie gesagt, wenn ich eine neue VM anlege mit einer, mit einer vorhandenen virtuellen Festplatte, dann hat die neue VM eine neue Netzwerkkarte mit einer neuen MAC-Adresse. Ich könnte aber natürlich die von der vorhandenen VM übernehmen. Das geht auch. Also ich könnte mir ja angucken, was hat die denn für eine MAC-Adresse? Und ich könnte die bei der neuen VM eintragen. Das geht ja auch, dass ich in der Netzwerkkarte das konfiguriere. Das kann ich gleich mal nebenher bei mir vorbereiten und wir können das mal anschauen, wo das möglich ist. Ja, Rainer sagt schon, er testet es und gibt da mal eine Info. Ich werde mich da mal nebenher kurz verbinden, dass das nicht zu abstrakt ist und wir schauen uns das so mal an, dass wir ja da mal gemeinsam auf diese Hyper-V-Einstellung drauf schauen, die ich meine. So. Verbindung wird hergestellt. Gut, da seht ihr es also. Ich habe hier einen Hyper-V-Host. Nee, ist jetzt noch nicht. Jetzt seht ihr es. Ich habe hier einen Hyper-V-Host, viele virtuelle Maschinen. Und ich mache mal eine neue virtuelle Maschine. Ja? Ich mache mal eine New Virtual Machine. Und in dieser neuen virtuellen Maschine sage ich hier einfach, okay, ich mache die mal auf PVMs und ich mache die mal eine Demo VM01 SQL oder sowas schreibe ich da mal hin. Also es ist die VM, über die wir gerade sprechen. Es wird eine Generation 2. So, die bekommt Memory, je nachdem, wie viel sie braucht. Und dann haben wir hier eine Netzwerkverbindung. Ja. Und bei der virtuellen Festplatte ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir wählen hier Use an existing virtual hard disk, also verwende bitte eine bestehende Festplatte. Wie komme ich zu so einer bestehenden Festplatte? Ich muss eine Kleinigkeit ändern, damit ich hier kein Chaos bei mir kriege. Ich sage mal, diese VM ist not connected. Ja? Und jetzt gehe ich mal her und ich sage mal den Server 11, ja, den ich hier habe. Ja, der hat jetzt noch einen zufällig generierten Computernamen, aber wir machen hier mal auf Laufwerk C, einfach, dass wir den wieder identifizieren können. Nochmal einen neuen Ordner hier, den nenne ich Demo01 und ja, lege ich mir auch was rein. New Text Document Demo01. Demo01. So, also. Das ist das System, das wollen wir gleich näher betrachten. Und ich fahre den hier einfach mal runter. Ja. Also, Shutdown. So. Meine Kleinigkeit anders, als ich es euch empfehlen würde. Und zwar wähle ich jetzt nicht User an existing Virtual Hard Disk, weil ich habe sie noch nicht, sondern ich mache hier Attach Virtual Hard Disk Later. Ja. Ihr sagt, ich muss die erst noch kopieren, will die VM aber schon mal anlegen. Finish. Jetzt habe ich eine neue virtuelle Maschine. So, ich habe eine VM, die habe ich runtergefahren, den Server 11. Und von dem Server 11 kopiere ich mir hier
So, die 114 Server 11, die Virtual Harddisks, und zwar kopiere ich mir gleich den kompletten Ordner. Ja. Copy. Und ich füge den ein in den neuen, wo habe ich den denn? Demo habe ich den genannt, Demo VM. Zack, hier soll der rein. So, dauert ganz kurz, bis das kopiert ist. Und dann kann ich in die Einstellungen von diesem Server 11, nein, da wollte ich nicht hin, von diesem Demo VM, dieser hier. Naja, jetzt bekommt er vielleicht vier virtuelle CPUs, wie viel auch immer. Und der bekommt eine virtuelle Festplatte, ja, SCSI Controller Hard Drive Add. Und zwar nehme ich eine existierende. Das heißt, ich klicke hier nicht auf New, sondern ich klicke auf Browse. Ich möchte eine existierende attachen. Also gehen wir auf Browse und ich bin hier natürlich in dem Zielordner und Virtual Hard Disks. Jetzt könnte ich die hier noch umbenennen, dass die hier einen logischen Namen hat, also Demo VM01 SQL. Ja, das ist ja der Name der virtuellen Harddisk. Sollte man einigermaßen sauber arbeiten, sonst blickt man irgendwann nicht mehr durch. So, jetzt habe ich die virtuelle Festplatte dort attached. Und jetzt muss ich eine Sache noch berücksichtigen, und zwar die Netzwerkkarte dieser neuen virtuellen Maschine. Die hat unter Advanced Features bei MAC-Adresse stehen Dynamic. Ja. Das bedeutet nicht, dass die dauernd eine neue MAC-Adresse bekommt, sondern das bedeutet, dass die jetzt beim ersten Start eine MAC-Adresse bekommt und die behält sie dann. Die bekommt sie aus dem MAC-Adresspool des Hosts. Wenn ich jetzt den Server 11 mir anschaue, das ist ja der, den ich mir kopiert habe, Virtual Harddisk seitig. Wenn ich dort auf den Netzwerkadapter gehe, dann sehe ich, da steht immer noch auf Dynamic. Ja, trotzdem heißt es, dass die sich nicht dauernd ändert. Das würde gar nicht funktionieren. Der hat aber eine MAC-Adresse. Ja, jetzt, wenn ich die MAC-Adresse 00155D010D7A eintrage bei meiner VM, dann wird die netzwerktechnisch identisch sein zu vorher. Ja, weil es ist die gleiche MAC-Adresse, das heißt, die wird keinen Stress kriegen mit der IP-Adresse und so weiter. Vielleicht brauche ich das aber gar nicht. Also das muss man halt wissen, das ändert sich. Die Anzahl der CPUs kann ich wieder genauso einstellen. Die ja, Harddisk habe ich hinzugefügt. Das heißt, was ihr letztendlich machen müsstet in dem Szenario, was wir gerade besprechen, einmal die Konfigurationsparameter hier identisch einstellen. Das ist das hier. Das könnte ich von der alten VM übernehmen. Die Festplatte habe ich attached. Das ist die, die ich kopiert habe. Und jetzt muss ich bloß aufpassen. Ich dachte, ich hätte die umbenannt. Ja, Entschuldigung, ich bin ja in der alten VM. Alles passt. Genau. Also diese Parameter müsstet ihr übernehmen. Und dann müsst ihr euch halt anschauen, was macht ihr mit der MAC-Adresse. Weil wenn ich jetzt nochmal an der neuen VM rangehe, in die Settings, ja, dann sehe ich, okay, ich habe die Festplatte umbenannt, wie geplant, ja, aber das ist natürlich die kopierte alte. Ich darf jetzt nicht beide gleichzeitig laufen lassen. Und mir muss bewusst sein, bei der MAC-Adresse gibt es ja halt das mit den Advanced Features. So, und wenn ich diese VM jetzt ansonsten starte, ich verbinde mich da mal drauf, starte die VM, dann habe ich dort mein Windows, was ich zuvor hatte. Jetzt hatte diese VM keine IP-Adresse, aber ich denke, ich habe es erklärt, wie sich das verhalten würde. Die MAC-Adresse spielt da eine ganz wichtige Rolle. Das ist eine Maschine. Wir gehen da mal rein, authentifizieren uns. Und wir sehen auf jeden Fall, wenn wir auf Laufwerk C gehen, das ist dieser Demo 01-Ordner da, ja, den ich da angelegt habe. Also, das wäre der Weg, den ich gehen würde, wenn Export-Import nicht geht. Export-Import, hatte ich schon gesagt, da spielt das Thema der Snapshots eine Rolle. Da spielen Hyper-V-Switches eine Rolle. Wenn das alles nicht zum Erfolg führt, haben wir das mit der Variante, die ich jetzt gerade gezeigt habe.
Und wir haben die Situation, dass wir grundsätzlich einen Wechsel von einer älteren auf der neuere Version ja einfacher haben als von der neueren auf die ältere Version. Ist klar, ja, vom Feature-Set her. Und jetzt schreibt der Ralf noch, ich möchte zwischen den beiden Servern eine Replikation einrichten. Das ist richtig. Das geht natürlich ja in beide Richtungen, aber das geht nicht von einer VM, die auf dem neueren Host in der neueren Version eingelegt wurde, auf den älteren Host. Da wäre das genau ein zielführendes Vorgehen. Gut, dann haben wir noch hier eine Frage. Da ging es um Windows 10. Nach der Windows 10 Installation am neuen Device ist BitLocker aktiv. GUI und PowerShell zeigen inaktiv an. Ist das so oder mache ich etwas falsch? Und das hat der Idris schon beantwortet. Und ich denke, das hat auch der, genau, Ralf schreibt Danke, also Windows X CMD Admin ausführen und manage.bde-off C eingeben. Der Ralf schreibt Danke, also vermute ich, dass das funktioniert hat. Gut, gibt es denn weitere Fragen oder Wünsche von euch? Also wenn es da etwas gibt, schreibt es gerne rein in den Chat, in die Kommentare auf dem jeweiligen Kanal. Da freue ich mich sehr. Und ja, vielleicht noch ein paar Informationen zu sonstigen aktuellen Dingen. Ich hatte ja schon das Virtual Afterwork Event angekündigt. Wir werden also in den nächsten Tagen viel über das neue Windows sprechen. Da lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein, weil das ist natürlich ein wichtiges Thema. Am 29. Juli haben wir einen Webday, da geht es um das Thema Education. Sicher auch ganz spannend für euch, unter manfredhelber.de/webday kann man sich anmelden, denn der Bildungsbereich ist ja etwas, wo wir, sagen wir mal so, wenn wir Presse glauben dürfen, eine gewisse Unterversorgung haben, was Technologien angeht, und das könnte man ja hier zum Anlass nehmen, sich nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir hatten ja letzte Woche den Webday zum Thema Windows Server 2022. Wer da was verpasst hat, gerne unter youtube.com/manfredhelber nochmal reinschauen und sich da auf den aktuellen Stand nochmal bringen, was den Windows Server 2022 angeht. Der Ringo schreibt, dass wir noch mal was zum Thema RDS machen sollen. Und das ist ein gutes Thema. RDS ist auch auf meiner Liste der Vorschläge für eine Reihe, die wir machen. Wir haben ja immer unsere Fokus-Monate, wo wir immer montags ein Thema haben. Ich nehme das auf jeden Fall noch mal mit, dass da wieder eine Rückmeldung gekommen ist. Es steht auf jeden Fall auf unserer Liste der Themen, die wir auf jeden Fall da mal mit einplanen wollen. Zum Thema Remote Desktop Services gibt es ja im Windows Server 2022 nichts herausragend Neues, aber ist es wichtig, dass es drin steckt, dass es da ist. Dann schreibt der Oliver, du hattest im letzten Jahr angekündigt, dass du über die Sommerpause Videos über RDS inklusive FSLogix erstellen würdest. Leider finde ich diese nicht, wurden diese Videos gelöscht. Gelöscht wurde eigentlich nichts. Ich werde mal recherchieren, wo da was steckt, und da höre ich nochmal, RDS finde ich auch gut, also schauen wir, dass wir das in Kürze mal machen, und wegen der Videos, wo da gerade eine Frage war, wo finde ich sie, würde ich dann nochmal auf LinkedIn in den nächsten Tagen kommunizieren, da schaue ich auf jeden Fall nochmal rein. Also gelöscht wird grundsätzlich nichts, aber manche Dinge werden halt nicht mehr so priorisiert angezeigt. Gut, das zu den Themen. Vielleicht, um das noch kurz vorzumachen, der Themen. Heute Nachmittag habe ich eine Hybrid-Show mit dem Erik Berg. Also, falls ihr heute Nachmittag um 14 Uhr noch Zeit habt,
schalt doch mal rein auf meinem YouTube-Kanal. Da geht es dann um Azure Active Directory. Ist ein super wichtiges und spannendes Thema, denn Azure AD haben wir fast immer. Aber häufig gibt es da Missverständnisse, was es eigentlich ist, was dahinter steckt, wozu wir das Ganze nutzen. Also heute 14 Uhr, mein YouTube-Kanal, wird das Ganze ausgestrahlt. Gut, und RDS versuche ich in der Priorliste ganz nach oben zu schieben. Dann schreibt der Ralf, an Windows 10 Client kann ich nach ein paar Wochen nicht mehr auf Windows Admin Center zugreifen, da ich keine Berechtigung habe. Zertifikat, Fragezeichen. Also das Zertifikat, es hängt jetzt davon ab, was da für eine, genau für eine Meldung kommt. Das Zertifikat ist ja, was mit dem Setup automatisch ausgestellt wird. Ein Zertifikat, was eigentlich nur für Testzwecke übergangsweise genutzt werden sollte. Jetzt, wenn das Zertifikat abgelaufen ist, bekomme ich eine Zertifikatswarnung, natürlich in Abhängigkeit davon, was ich eingestellt habe. Also es könnte die Meldung ja auch mir klar machen, lieber User, das ist unsicher, du kannst nicht zugreifen wegen des Zertifikates auf dem Server. Jetzt, da es nach ein paar Wochen ist, ist das mit dem Zertifikat recht wahrscheinlich. Ich schalte mal auf eine Demo-Umgebung um, wo ich mal, das ist ein System mit einem Windows Admin Center drauf, wie man unschwer erkennen kann. Und wenn ich dort in die Systemsteuerung gehe, beziehungsweise Control Panel, und dort auf Programs und hier sage, ich gehe mal auf Uninstaller Program, dann sehe ich dort ja in der Liste mein Windows Admin Center. Und mein Windows Admin Center kann ich deinstallieren, das will ich aber gar nicht, sondern ich möchte dort eine Änderung vornehmen. Und wenn ich dort auf Change klicke, dann komme ich wieder in den Assistenten, wo ich eine Möglichkeit habe, das mit dem Zertifikat zu regeln. Also wenn du im Verdacht hast, Ralf, dass das am Zertifikat bei dir liegt, dann solltest du hier reingehen und solltest dann dort unter Ändern, ja, dein Zertifikat anpassen. Grundsätzlich ist dann natürlich für den Betrieb es zu empfehlen, eins zu haben, was nicht abläuft. Das kann ja entweder eines sein, was du dir wiederum selbst erstellst oder eins, was du von der externen oder internen Zertifizierungsstelle hat. Viele denken ja bei dem Zertifikat immer, oh, da muss ich so ein Zertifikatserver installieren. Bitte nein, also aus meiner Sicht eine ganz schlechte Option, denn ich will ja auch nicht meine Ausweise selber ausstellen. Das möchte ich ja auch eigentlich eine externe Stelle machen lassen. Also von daher, Zertifikat ein wichtiges Thema, es kann aber auch ein Berechtigungsthema an sich sein. Aber ich würde mal das mit dem Zertifikat anpacken und vielleicht nicht mit dem internen arbeiten. Wobei, wie gesagt, wenn du im Browser es so einstellst, dass du grundsätzlich auch auf eine Seite mit einem ungültigen Zertifikat zugreifen kannst oder darfst, dann sollte das auch gehen. Gut. Ja, also RDS sehe ich. Gerade schon kommen noch mehr Meldungen, ist gespeichert. Dann haben wir eine Frage, wie kann man in Microsoft Teams die Webinareinstellung für alle freischalten? Ganz kurz einmal die Erklärung, was gemeint ist. Probieren wir was aus. Also wenn der Ton weg sein sollte, dann komme ich gleich zurück. Ich starte mal bei mir Teams, zeige euch das auch gleich an. Normalerweise habe ich Teams immer aus, wenn ich live streame, weil es zum einen viele Ressourcen braucht. Das wäre dann übrigens wieder eine spannende Frage für Windows 11, wie das dort mit der Teams-Integration ist. Ich hoffe ja, dass es dort dann nicht ganz so viele Ressourcen braucht. So, und ihr seht das auch gleich. Gerade lädt es bei mir noch, mein Teams. So, und ihr seht hier nicht meinen produktiven Benutzer, den ich gleich rüberschiebe, sondern das ist so ein Test-Demo-User, deswegen hat er nur einen Termin im Kalender. Schauen wir uns mal an. So, Teams. Und wenn ihr im Teams rechts oben, da steht normalerweise neue Besprechung,
Klickt ihr aber nicht auf neue Besprechung, sondern aber auf die Dropdown-Liste nach unten. Und dann habt ihr dort drei Dinge zur Auswahl. Nämlich, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch geklickt. Ja. Also, nämlich Besprechung planen, dann Live-Ereignis, das ist das Live-Event, und in der Mitte Webinar. Wenn euer Tenant die Funktionalität schon hat, ich weiß ja nicht, ob der Rollout schon komplett abgeschlossen ist. Jetzt, wenn dieses Webinar in der Mitte fehlt, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass der User keine passende Lizenz hat. Denn das Webinar-Feature ist nach meinem Kenntnisstand nur in den Enterprise-Lizenzen enthalten, dort aber ohne Mehrkosten. Also sprich in der E3, in der E5, vom Office 365 wie auch vom Microsoft 365. Also ich würde in Richtung Lizenz recherchieren, wenn das nicht alle User haben. Bei mir in der Umgebung haben das standardmäßig alle User, es haben aber standardmäßig auch alle die passende Lizenz. Wenn die richtige Lizenz zugewiesen ist und der Rollout schon abgeschlossen ist, das ist das Nächste, was man recherchieren müsste, ob das wirklich schon alle haben sollen. Also ich mache zurzeit immer wieder mal Events über meinen Tenant, weil in den Tenants der Event-Partner-Funktion teilweise noch nicht verfügbar sind. Also es könnte zum Beispiel auch sein, dass das ein Tenant zum Beispiel in Deutschland ist, wo vielleicht ein Rollout später stattfindet. Das wäre der zweite Punkt, was ich prüfen würde, also als erstes Lizenz, dann der Tenant. Ja, und dann kann es natürlich auch eine Policy sein. Also wenn das alles zutrifft, aber die Policy muss jemand erstellt haben. Also es muss jemand dann gesagt haben, das will ich nicht. Das wäre dann so die dritte Option. Ich würde erstmal die ersten zwei Dinge prüfen und dann dort vermutlich fündig werden. Gut, gerne weitere Fragen und Anmerkungen in den Chat hineinschreiben, was ihr ja sicher kennt von uns. Wir haben regelmäßig montags und freitags unser WBSC Virtual Clubhouse, wo wir uns treffen können, wenn ihr Interesse habt. Also wenn ihr jetzt nach dem Termin noch Zeit und Lust habt, dann kommt doch einfach mal auf bit.ly/wbsc-clubhouse. Das ist eine Plattform, eine VR-Plattform unter Allspace VR, wo wir uns ein bisschen unterhalten nach den Events, wo wir uns ein bisschen austauschen. Und das wäre genau heute um 11 Uhr wieder der Fall, also in 10 Minuten. Wenn ihr Zeit und Lust habt, kommt doch einfach dort mit rüber. Wenn ihr da noch nie wart, dann schaut euch doch einfach mal an die Anleitung unter manfredhelber.de/virtual-afterwork-event. Jetzt hatte ich, glaube ich, das nicht eingeblendet. Ich muss nochmal zurück. Ihr habt die URL gar nicht gesehen. Also, hier würden wir uns im Clubhouse treffen, bit.ly/wbsc-clubhouse. Und wenn ihr da noch nie wart und nicht genau wisst, wie das funktioniert, dann nutzt doch einfach die URL manfredhelber.de/virtual-afterwork-event. Da gibt es nämlich auch eine Erklärung, wie mache ich denn überhaupt erstmalig so einen Allspace VR-Account. Es lohnt sich, den wird man in Zukunft immer öfter brauchen. Wenn euch das Thema Azure Stack HCI interessiert, könntet ihr übrigens direkt am Montag gleich weitermachen um 10 Uhr. Da geht es in unserem WBSC Skills um GPU für Clustered VMs und Dynamic CPU Compatibility Mode. Die WBSC Skills für den Juli sind schon festgelegt, weil ihr jetzt so viel Rückmeldung zum Thema RDS hattet. Aber ab August besteht eine Chance. Also ich werde das auf jeden Fall fest versuchen mit einzuplanen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr am Montag um 10 Uhr dabei seid. GPU für Clustered VMs und Dynamic CPU Compatibility Mode. Das dazu. So, jetzt schreibt der Udo, ich meine die Einladung für alle. Ja, jetzt bin ich etwas verwirrt. Vielleicht musst du mir noch mal ein bisschen konkreter schreiben, um was es geht. Es war nämlich die erste Frage, wie kann man in Microsoft Teams die Webinareinstellung für alle freischalten? Und jetzt geht es um die Einladung. Also Webinar ist da und jetzt gibt es aber bei der Einladung eine Unklarheit.
Also vielleicht, Udo, magst du mir noch mal das Szenario ein bisschen detaillierter schildern, wo das Problem liegt, also was genau gewünscht ist, weil jetzt geht es ja um die Teilnehmer, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich behalte den Chat im Auge und werde dann auf jeden Fall noch drauf reagieren. Wäre aber zum Beispiel eine super Gelegenheit, dass wir uns dann gleich im WBSC Clubhouse darüber unterhalten, weil das ist jetzt so ein Szenario, wo ich zumindest aus der Formulierung der Frage das Ganze ein bisschen missverstanden habe. Und hier haben wir natürlich die Möglichkeit, uns zu unterhalten und so im persönlichen Gespräch klären sich dann oft Dinge doch noch mal ein bisschen leichter und schneller auf. Ah ja, jetzt schreibt Udo noch mal. Beim Einladen in das Webinar kann ich nur interne Mitarbeiter einladen. Naja, das ist eine grundsätzliche Einstellung in Teams, in den Policies, ob ich externe oder interne Personen dazu nehmen darf. Also da würde ich empfehlen, mal in das Teams Admin Center zu gehen und die Policies zu prüfen. Und wo dort eine Einschränkung definiert ist. Das müsste also in anderen Bereichen dann auch so sein, dass es dort Restriktionen gibt, was den Zugriff von Externen angeht. Also das lässt sich übers Teams Admin Center dann konfigurieren. So, dann hier nochmal Anmerkung. Reihe zu RDS würde mich auch interessieren, hat die Antwort nicht mitbekommen. Also es waren jetzt ganz viele zum Thema RDS. Ich habe gesagt, die Termine und Themen für den Juli sind schon festgelegt, aber ab August haben wir eine Chance und ich werde es auf jeden Fall versuchen, fest einzuplanen. Wenn es gar nicht hinhaut, machen wir mal einen WBSC Support Call mit dem Fokusthema Remote Desktop Services, wo ich im Gegensatz zu dem üblichen Vorgehen nicht nur ja, eure Fragen einplanen, sondern einfach das Thema Remote Desktop Services mitbringe von meiner Seite. Also sagen wir mal so, irgendwann in den nächsten 2 Monaten kriegen wir das auf jeden Fall mal unter. Gut. Prima. Dann gerne weitere Fragen reinschreiben. Auch Udo gerne nochmal reinschreiben, wenn ich es komplett immer noch missverstanden habe oder wenn die Dinge schon alle geprüft sind und es daran nicht liegen kann. Aber so wie du es jetzt schreibst, dass du da nur interne Mitarbeiter draufnehmen kannst, gehe ich stark davon aus, dass es eine Policy-Einstellung ist. Ja, zeitlich geht es bei uns schon aufs Ende zu. So in den müsst ihr immer berücksichtigen, dass das Schreiben einer Frage, dass es ganz kurz dauert, bis das bei mir hier im Chat auftaucht. Also wenn es da noch was gibt, schreibt es jetzt rein. Und wenn ihr sagt, nee, wir freuen uns jetzt aufs persönliche Gespräch, dann geht doch schon mal rüber nach bit.ly/wbsc-clubhouse. Ihr braucht einen Avatar unter Allspace VR, ist aber ganz unkompliziert. Und es ist nicht nochmal was anderes, sondern es ist Microsoft. Das heißt, Allspace VR gehört zu Microsoft. Ich war übrigens fest davon ausgegangen, dass Microsoft im Rahmen des Events gestern eine Allspace VR-Integration announced. Das wäre nämlich der Hit gewesen. Also entweder ich habe es verpasst oder es ist nicht passiert. Trotzdem wird Allspace VR immer, immer wichtiger. Es wird von immer mehr Unternehmen genutzt. Also ja, nehmt es gerne mal als Anlass, um da jetzt dann gleich reinzuschauen und rüberzuschauen. Ja, und ich sage euch vielen Dank schon mal fürs Teilnehmen. Freue mich, wenn wir uns am Montag zu den WBSC Skills sehen. Und dann dort über Azure Stack HCI nochmal uns unterhalten. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn wir uns heute vielleicht gleich um 14 Uhr nochmal sehen zum Thema Azure AD. Ganz, ganz wichtiges Thema. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass ihr am Montag beim Virtual Afterwork dabei seid. 28.06. 18 Uhr, wo es um das neue Windows geht und unbedingt am 5. Juli zu unserem Big Bang Announcement Event, 5. Juli. Also merkt euch die Termine vor, geht auf www.manfredhelber.de und meldet euch jeweils an, damit ihr mit dabei seid. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Gut, damit würde ich sagen.
Vielen Dank für eure Zeit. Ich freue mich jetzt sehr drauf, die Gespräche im Virtual Clubhouse fortzusetzen. Also wechselt dort auch einfach rüber bei Allspace VR. Können wir das ein oder andere nochmal vertiefen, ein bisschen ausführlicher anschauen und uns drüber unterhalten. Und wenn ihr was im Nachgang habt, könnt ihr übrigens gerne immer auf unseren LinkedIn-Support-Channel auch zugreifen und es dort eintragen. Dann können wir uns auch dementsprechend dort um diese Themen kümmern. Von daher sage ich euch vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns jetzt gleich im WBSC Clubhouse. Gerne heute Nachmittag um 14 Uhr nochmal und auf jeden Fall am Montag um 10. Ein schönes Wochenende euch. Macht es gut. Bis bald und tschüss.